Ich weiß noch sehr gut, ich hatte Dienst, also in der Fraktion, also im Deutschen Bundestag ist immer aus jeder Fraktion ein Geschäftsführer da, sodass man schnell irgendwas organisieren kann, falls sich irgendeine Notwendigkeit ergibt. Das geht in der Nacht von Donnerstag auf Freitag häufig auch sehr, sehr lang. Also hier in meinem Fall kam ich dann um 2 Uhr nachts nach Hause oder so. Das konnte passieren. Man saß da, da waren nicht viele Kollegen da, immer häufig nur die Redner oder ein, zwei noch aus dem entsprechenden Ausschuss. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie das an dem Donnerstag war. Ich saß da in der ersten Reihe. Ich hatte immer so einen braunen Briefumschlag dabei und da hatte ich immer so Bonbons drin. Und wer dann dahin kam, der kriegte dann als Dankeschön dafür, dass er mal vorbeikam oder eine Rede hielt, dann immer ein Bonbon. Und wir saßen da und auf einmal merkte ich, da kommen jetzt doch erstaunlich viele. Das war kein besonderer Tagesordnungspunkt, der da auf der Tagesordnung stand. Es ging um Fußball. Insofern natürlich schon ein ganz wichtiges Thema. Aber irgendwann, das war im Laufe des Abends, dann setzte sich der Kollege Blank hinter mich in die zweite Reihe. Und er sagte, hast du mitbekommen, die Mauer ist auf. Also zum damaligen Zeitpunkt hatten wir noch keine Smartphones, wir hatten keine Fernsehen, sondern da war nur vorne in der ersten Reihe ein Telefon, das man telefonieren konnte. Und es gab auf dem Platz des Präsidenten des Deutschen Bundestags so einen kleinen Fernsehapparat, sodass man etwas sehen konnte. Damals war die Vizepräsidentin Annemarie Renger im Dienst, aber die hatte das, glaube ich, nicht angeschaltet, jedenfalls auch nicht mitbekommen. Und dann habe ich, als er sagte, hast du gesehen, die Mauer ist auf, mich rumgedreht und hast gesagt, spinnst du? Und er sagte, doch, doch, ich habe das gesehen, also meine Frau hat gerade angerufen, die hat mir das gesagt, ich habe es im Fernsehen schon gesehen, das ist ja toll, das ist ja irre und es wurde dann immer voller. Dann haben wir Geschäftsführer, die wir Dienst hatten, uns zuerst mal darauf verständigt, dass wir jetzt jetzt nicht einfach die Tagesordnung weiter bis in die Nacht da abwickeln, sondern dass das ein so herausragendes Ereignis sei, dass man jetzt noch den Tagesordnungspunkt zu Ende bringt. Und das war dann wiederum meine Aufgabe, im Kanzleramt anrief, um den Kanzleramtsminister Rudolf Seiters zu bitten, in den Bundestag zu kommen und eine Erklärung für die Bundesregierung abzugeben. Der Bundeskanzler war in Polen, in Warschau, zu einem Staatsbesuch. Das ging also nicht, dass der rüberkommen würde. Es war dann wiederum eine große Aufgabe im Kanzleramt, den Kanzleramtsminister ans Telefon zu bekommen, weil der in einem Treffen mit anderen Fraktionsvorsitzenden war. Das war geheim, das sollte keiner wissen, dass der da war. Die hatten übrigens auch nichts mitbekommen, weil da kein Fernseher war und auch keiner reingegangen war. Ich habe dann mich dadurch telefoniert und habe darum gebeten, dass der Kanzleramtsminister da hinkommt. Der hat das gemacht, hat auch eine gute Erklärung abgegeben, andere auch. Und dann gibt's diese berühmte Szene, wo dann der Deutsche Bundestag aufgestanden ist und die Nationalhymne gesungen hat. Und dann war für den Tag die Sitzung beendet.